Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Heute mal solo unterwegs. Mein Kollege hat schon Fiesta genommen, deswegen werde ich wahrscheinlich die Burg nehmen. Champion wäre auch nicht Welcome schlecht to gewesen. Nova. Das Bösewicht Vampir, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Magischer Schaden ist natürlich wieder Kacke, schon wieder die Kaulquappen. Das machen wir aber nicht. Wir nehmen die Vögel. Schwierig. Tatsächlich gar nicht so einfach. Wir starten aber mit dem Growl. Danach muss ich dann mal gucken, was ich mache. Ich könnte natürlich den Lebensbaum hier vorne platzieren, um da mehr Regeneration rauszuholen. Okay, drei Wasserelementare. Einfach nur ein Sturmjäger und ein Kätzchen. Ja, ich kann es immer nicht leiden, wenn ich keinen magischen Schaden habe. Da ist immer verdammt schwer, irgendwie großartig was zu machen. Machen Sie erstmal so. Kann ich hier zu den Fernkämpfern machen und hier drüben Nahkämpfer als Tank mit rein. Ja, schon mal noch keinen. Wenn der Fiesta machen will, wird jetzt erstmal nicht großartig viel bauen. Muss ich verteidigen. Und dann baue ich lieber eine Seraphine auf. Genau so. Das reicht erstmal. Dann können wir nächste Runde einen Rocker holen. Und sind gut dabei. Aber so wirklich viel Schaden habe ich erstmal nicht zu bieten. Ah, da wird zu viel übrig bleiben. Fiesta und Flächenschaden ist immer sehr schwierig. Da könnte auch Fiesta spielen. Hat Ratten. Scheiße. Ich werde lieber den auf. Da bestimmt noch ein Split Tank. Und dann schicke ich auch fünfmal was rein, um die Ratten so ein bisschen rauszukriegen. Kann natürlich wirklich sein, dass er Fiesta spielt. Er schickt aber auch jede Runde. Ja. Sieht Fiesta-mäßig aus. Der schickt jede Runde einfach nur scheiß Schnecken rein. Das gefällt mir gar nicht. Müssen wir so machen. Ich habe kein Gold für noch eine.
3 hätten gefehlt. Okay, er hat seinen Golem verstärkt. Oh komm, der Große, komm schon. Ja! Das ist sehr gut. Den Großen hat er nicht blocken können. Oh, er hat auch den Großen durchgelassen. Ärgerlich. Ja, ein bisschen Kohle gab es trotzdem. Aber es ist schon schwierig. Ich hole noch einen Worker. Weil ich stelle nicht noch mehr von den Teilen hin. Das macht keinen Sinn. Schicke ich ihm noch eine Hexe rein. Um die Ratten auszulöschen. Okay, King-Aufwertung. Eine Blume. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die könnte trotzdem down gehen. Minus 85. Weil die Ratten losschickt. Ja, sehr gut durchgekommen. Und dann sollten wir wahrscheinlich auf 9 schicken. Oh, beide durchgekommen. Sehr gut. Aber ich muss ja auch übelst viel verteidigen wieder. Das ist nicht so gut. So, wir werden den Sarg platzieren. Die Seraphinen müssen verwandelt werden. In die Tanks. Wie viel Reichweite haben die denn? Ja, es geht. Es geht. Dann machen wir halt noch 2. Ich werde erstmal den King weiter auf. Dax. Okay, gut, dass ich jetzt nicht geschickt habe. Aber er hat wirklich schon sehr viel. Im Minus. Liegt auch wahrscheinlich an den Ratten, weil die machen ja auch Minus, wenn du die losschickst. Kann ruhig einen Worker noch holen. Dann wäre es lieber, wenn er es hält. Ja. Schwierig. Weil wir sind jetzt nicht schlecht dabei, wir sind ganz gut drin. Aber es gefällt mir trotzdem nicht. Kaulquappen bauen, weil ich keine Kohle habe. 8 Schnecken. Was soll das? Okay, ich muss auf jeden Fall dann vor der 10 noch den Elite-Bogenschützen bauen. Das ist mein Bosskiller. Ja, das waren 2 Waves, da kam ich nicht so gut zurecht.
Aber jetzt mit den Bäumen sollte das klar gehen. Consider it done. Ah, der King ist schon ganz gut aufgewertet. Let's go. Schicken auch mal was rein. Er schickt die ganze Zeit für maximales Einkommen. Und dann werden die Sens natürlich auch immer fetter von meinem Gegner. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, sehr gut, da kommt viel durch. Das war nice. Können wir ruhig noch einholen. Den Elite Archer kann ich auf jeden Fall jetzt bauen. Dafür habe ich dann genug Knete. Und hier geht ein bisschen was durch. Sehr schön. Ich baue zwei. Das ist nicht verkehrt. Ich glaube, ich gehe auf die 11. Mit Riesenschnecken könnte ich natürlich auch gut was reißen. Hat ebenfalls viele kleine Einheiten. Und aktuell nichts, was davon profitieren würde. So, ich habe abgewehrt. Zwei Worker sind auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir nehmen auch Riesenschnecken. So, mehr mache ich nicht. Der sollte auf jeden Fall diese Runde auf die Fresse kriegen. Einer geht noch raus. Da haben wir zwei Dinos und sechs Riesenschnecken. Da kommen wir sehr gut durch. Das weiß ich. Er hat auch mir Riesenschnecken geschickt. Aber nicht weit zurück. Ich habe nur die Seraphinen. Ich könnte mal rollen. Das ist nice, das brauche ich. Bäume habe ich genug, ne? Ja, Bäume habe ich genug. Den nehme ich noch mit. Fertig. So will ich das sehen. Beide haben verkackt. Ich habe zwar auch verkackt, weil ich nur die Seraphine habe, aber das ist gar nicht so schlimm. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sind mal ein bisschen gierig. Auch eine gute Wave. Kacken die Ratten gut ab. Oh, ist schon maximal. Schade. Jetzt haben sie den King aufgewertet.
könnten sammeln und nochmal auf eine fette Wave gehen, irgendwie auf die 15 oder so. Aber vielleicht ist es auch jetzt schon vorbei. Das sieht sehr nach vorbei aus. Ja, die Runden werden immer härter. Na, kurz vorm Aufstieg. Da weiß man nie so ganz genau, wann es zu Ende ist. Victory. Sehr gut. Das war eine weitere Runde Legion. Ja, der andere hat auch Fiesta gehabt, ich wusste es. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.